Liebe Zuschauer, willkommen zu Live Live, Live Alive, Live Evil, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und ich begrüße euch zum Western-Szenario, zum Western-Chapter. Wir haben ja schon das Szenario mit dem Kung-Fu-Meister hinter uns gebracht. Und jetzt ist das Western-Szenario dran. Und hier sehen wir eine Kleinstadt. Wir sehen den Sheriff dieser Kleinstadt. Und der geht natürlich in die Bar. Wir werden einen Revolverhelden spielen, einen gejagten Revolverhelden, der hier in dieser Stadt standen wird und dann den Dorfbewohnern helfen wird, gegen eine Gruppe Krimineller zu kämpfen, die diese Stadt tyrannisiert. Also ein klassisches Western-Szenario. Das Ganze dürfte deutlich kürzer sein als das Kung-Fu-Szenario. Ich vermute mal, so die Hälfte der Spielzeit wird es dauern. Howdy, Sheriff. Barmann, hängt das hier für mich auf. Oh, ein neues Wanted-Poster? Bei dem wird mir ganz anders. Lass mal sehen, wer ist der Kumpel? Sundown, natürlich. The Sundown Kids. Das sind wir. The Kid. A Sundown Kid. Mit seinem Miniaturpferd. Auch hier wieder der Soundtrack. Klasse. Ah, es ist schon eine Weile her. Jetzt guck doch nicht so. Und mein vertrauter Freund hier in meiner Hand, der wird deinem kleinen Leben ein Ende bereiten. Ich glaube, du wirst sogar ein bisschen dankbar sein. Das ist übrigens Mad Dog. Jetzt renn bloß nicht weg. Ich bin Mad Dog. Immer noch. Und, ich könnte dich waschlappen. Oder ich könnte es nicht zulassen, dass du waschlappen von irgendeinem Schädling getötet wirst. Das wäre nicht gut fürs Geschäft. Wie oft haben wir das schon gemacht? Es fühlt sich ja fast so an, als wären wir... Als wären wir ein Pärchen oder sowas, verstehst du? Was ist es also? Lass es uns heute beenden. Ja, wir werden mal sehen, wie toll du bist. Nämlich nicht wirklich so toll. Ich gewinne immer. Oh, das reicht noch nicht. Normalerweise reicht das schon beim ersten Schuss. Aber dann werden wir ihn halt jetzt besiegen. Sogar mit dem Counter, mit dem Counterangriff. Okay. Ah, verdammt. Wieso bringst du mich jedes Mal um? Dafür hat er viele Leben. Vielleicht unendlich continuous, wer weiß. Warte! Oh! Wie kannst du es nur wagen, auf mein Pferd zu schießen? Das, ich brauche jetzt wieder Jahre, um das einzufangen. Das ist nicht mein Problem. Warte! Ich darf es vorwegnehmen, wir werden Mad Dog wiedersehen. Und wir sind The Kid, The Sundown Kid. Der jetzt 3 Meter geritten ist. Oh, eine Stadt. Der Einstieg ist vielleicht ein bisschen holprig in dieses Chapter von der Erzählung her, aber wie ich schon angedeutet habe, eigentlich ein klassisches Western-Szenario. Old West Chapter, Wandering. Oder ist es Wandering? Man weiß es nicht. Die Mariachi-Band spielt. Und ich darf mich das erste Mal bewegen. Da
irgendwas zum Pferd sagen? Ach so. Was ist los mit dir? Es ist so still. Gehen wir erstmal zum Sheriff. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ah, gut, dass abgeschlossen ist. Wir werden gesucht und gehen erstmal zum Sheriff. Erstmal in die Crystal Bar. Schön einen wegzischen. Hello? And the music stops to play. Psst. Sei ruhig, Mutscher. Was haben die denn? Ach, der guckt nur einmal. Kann ich Ihnen helfen? Nö, nicht wirklich. Was habt ihr denn? Ula! Das war falsch. Ich wollte gerade sagen, Ula? Ula, Ula. Das ist bestimmt nicht mexikanisch. Amico. Tequila. Willst du, ja? Ja, mal sehen, ob der mir einen gibt. Willkommen, Fremder. Was darf's denn sein? Sie müssen natürlich nicht bezahlen. Was ist das denn hier? Barmann! Was ist denn hier los, sag mal? Du da! Damit meint er mich wahrscheinlich. Ah, ich hab deine Fresse hier noch nie gesehen, Fremder. Und das ist mein Platz. So, runter von meinem Platz! Aufhören! Der Platz da, der hat keinen Namen drauf. Und wir wollen hier sowieso niemanden, der nicht bezahlt. Ah, Annie. Du siehst so heiß aus wie ein Puff am... Ja, Nickel Night, nennt man eigentlich die Nacht, wo es im Puff nur hässliche Damen gibt. Habe ich mich extra für schlau gemacht. Was für eine komische Beschreibung. Wie das zusammenpasst, dass die heiß ist, weiß ich auch nicht so genau. Naja. Annie. Ach, seid doch ruhig. Was ist los mit euch? Ist das alles nur Spielzeug, was euch da vom Gürtel hängt? Wayne. Interessiert's. Jean. Clint. Gibson. Die Namen sind natürlich alle nur Zufall. Easter Egg. Sind die Namen das einzig Gute an euch? Annie. Ich liebe starke Mädchen. Na, wie wär's? Willst du mein Mädchen sein? Verschwinde! Wie kannst du es wagen, dass du mich einfach so schlägst? Aufhören! Sofort aufhören! Lass meine Mami in Ruhe oder meine Schwester, ich weiß nicht genau. Billy! Ah, guck mal, der Sohn des nichts nutzenden Sheriffs kommt zum Spielen. Halt deine Fresse, Junge. Oh, oh. Ah, sorry, Mister. Das war das Kind schuld. Ja, ich spende dir in einen Drink. Hey, Barmann, ein Glas Milch. Hier. Das ist genau das Richtige für einen rückgratlosen Feigling wie dich. Dann trinken wir das doch. Und alles austrinken.
Noch eins. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man jetzt weiter trinkt. Normalerweise schickt man was zurück und dann gibt's Bambule. Trinken wir, was soll's. Na ja, komm. Es geht, glaube ich, stundenlang so. Sandbag. Na, was ist das denn? Das mag ja nur meine Einbildung sein, aber das sieht so aus, als wäre die Milch zurückgekommen. Oder trinkst du keine Milch? Ich habe gerade zwei Gläser getrunken. Oder trinkst du keine Milch, die nicht aus den Nippeln deiner Mama kommt? Hau ab. Was? Bluffst du nur? Oder willst du wirklich spielen? Ich glaube nicht, dass du ein Problem für mich darstellst, Pike. So geht das. Verdammt! Du! Sie gehören ja gar nicht zum Crazy Bunch, also zum verrückten Haufen. Sie gehören ja gar nicht zum Crazy Bunch. Wow! Oh, du hast wirklich mit dem aufgeräumt. Sie sind wirklich ein alter Wolf, oder? Hey, ich habe gehört, ihr Jungs hier drin habt Schwierigkeiten. Oh, der Sheriff, natürlich, jetzt wo alles vorbei ist. Sheriff, dieser Fremde da. Du! Wie immer. Bist immer zu spät dran. Pa, du bist so ein verdammt harter Fall. Das ist aber nett ausgedrückt.